Kwame do my two-step. Servus und grüßt euch, liebe Zwo-Rad-Freunde. Ja, eigentlich wollte ich ja euch auf meinem Kanal ein bisschen auf Touren entführen durchs Allgäu und Oberbayern. Aber das Wetter macht mir ständig einen Strich durch die Rechnung. Also nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte, jetzt im Regen zu fahren. Aber wenn man losfährt und schon weiß, dass es regnen wird, hat man da nicht ganz so viel Lust. Ja, dann habe ich mir überlegt, Mensch, was kannst du noch an Video drehen? Und ganz viele interessiert die Leistung von der Tohono 660. Dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich gibt es ja noch gar nicht so viel darüber. Und ich mache einfach mal ein Video, ja, über die Performance. Also so ein Topspeed-Video und Durchzugsvideo. Und das Ganze unter realen Bedingungen, also keine Laborbedingungen, heißt, die Tohono ist eingefahren. Also Aprilia empfiehlt ja bis 1000 Kilometer vorsichtig bremsen, unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren, kein Kavalierstart, unter 7500 Umdrehungen bleiben. Und von 1000 bis 2000 Kilometern bis maximal 9500 Umdrehungen zu fahren. Sie hat jetzt 2400 Kilometer runter, also kann man schon als eingefahren bezeichnen. Ja, ich habe es jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt einfach ans Handbuch gehalten, weil erstens die Maschine ist teuer. Es ist meine eigene Maschine, ja, und ich breche mir da jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich die Maschine einfach mal 1000, 2000 Kilometer einfahre und danach dann richtig Spaß habe mit dir. Zudem weiß ich nicht, halte ich jetzt nicht so viel davon von Tests mit Maschinen, die recht neu sind, also gerade mal ein paar Kilometer gelaufen sind, weil so gefühlt finde ich schon, dass die Aprilia an Leistung zugewonnen hat und man die Maschine auch erst mit der Zeit auch erst kennenlernt, wie man sie fahren muss. Und da denke ich mal, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, so ein Video zu drehen. Ja, was habe ich genau vor? Also wir machen, ich habe mal ein bisschen geschaut, was man machen kann. Das erste ist, wir machen einen Durchzugstest von 60 auf 100 im fünften Gang. Das soll sozusagen symbolisieren oder simulieren, den LKW auf der Landstraße zu überholen. Gibt es auch noch als 80 auf 120 Test, habe ich mal gesehen, aber man kann ja auf der Landstraße eh nur 100 fahren. Als zweiten Test, das habe ich mir jetzt selber ausgedacht, einfach einen realen Test, so wie ich real fahre, dritten Gang in der Ortschaft und von 50 auf 100 dann raus beschleunige, wie schnell das geht. Ja, und der letzte Test ist dann schon unser Top-Speed-Test. Da werde ich mir ein freies Stück Autobahn suchen. Ja, und dann probiere ich das einfach mal. Ja, was haben wir für Voraussetzungen? Ja, heute ist bewölkt, wie die ganze Zeit schon, aber es regnet mal nicht, es ist trocken. Es ist recht windstill. Es sind 17 Grad. Ich habe mich eben mal auf die Waage gestellt. Ich wiege mit der Ausrüstung, also Schutzausrüstung, Helm, alles drum und dran, 108 Kilo. Also an der Schutzausrüstung kann ich jetzt nicht sparen, wenn ich leichter werden will, sondern ich muss sie abnehmen. Klar, ne? Also wenn ich natürlich ein Fahrer bin, der 70 Kilo wiegt, 1,70 Meter groß ist, dass ich natürlich dann andere Werte habe. Aber wir wollten das ja so real wie möglich halten. Ich bin 1,83 Meter, das noch gesagt. Wir machen das Ganze im Individualmodus. Ganz individuell jetzt auf meine Größe, Gewicht, mein fahrisches Können. Ich habe jetzt auch nichts großer Mapping geändert, wie gesagt, individuelle Standardeinstellung. Wir kommen zum ersten Test, also der Durchzugtest von 60 auf 100 im fünften Gang. Wir sind im Individualmodus. Vorweg, hier ist kein Quickshifter verbaut.
Also mit Quickshifter dürfte das bestimmt noch mal flotter gehen. Aber bis August wollte ich jetzt nicht mit dem Video warten. Wir starten in 3, 2, 1, go! Der nächste Durchzugstest ist jetzt von 50 auf 100 im dritten Gang. Wieder Individualmodus, sozusagen aus der Ortschaft heraus beschleunigen von 50 auf 100. Ich zähle wieder runter. 3, 2, 1, go! Ja, jetzt würde ich sagen, ab auf die Autobahn. Ja, kommen wir nun zum Königstest, den Topspeed-Test. Ich schaue mal hier, ob die B17 zweispurig ausgebaut reicht. Der Verkehr nicht ganz so dicht ist. Wir befinden uns wieder im Individualmodus. Ja, falls da nicht klappen sollte, gucken wir mal auf die Autobahnrunde. Probieren wir es einfach. War der Topspeed-Test. Also ich habe jetzt auf dem Tacho stehen gehabt 212 km/h maximal. Also ich habe es natürlich auch schon bei YouTube gesehen, dass er 238 läuft. Also ich denke, dass da auch noch mehr drin ist, also mit einem Quickshifter, also dass man sich das Kupplungsziehen spart. Natürlich mit einem leichteren Fahrer und auch mit einem besseren Fahrer und auch mit einem mutigeren Fahrer, dass da noch einiges mehr drin ist. Weil ich muss sagen, schon so 212, über 200, ja, das ist schon ein anderes Gefühl auf so einem 200. Andererseits muss man natürlich sagen, ja, muss ein Naked Bike jetzt so extrem über 200 fahren, besonders. Ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt mit einem 95 PS Bike jetzt unbedingt erwarten sollte, dass das jetzt 260 km/h oder schneller läuft, weil dann muss ich dann doch irgendwann mal zur größeren Klasse greifen, also dann die V4 zum Beispiel oder halt zu einem Supersportler, wenn es noch schneller sein soll. Aber ich bin total zufrieden, also mir reicht das vollkommen aus, also ich wüsste jetzt auch kein Szenario, wo ich jetzt dauerhaft über der Auto,
auf der Autobahn über 200 km/h fahren sollte. Also wie gesagt, individuell über 100 Kilo, was jetzt hier noch zusätzlich auf dem Motorrad hinzukommt. 1,83 Meter, 212 km/h, also wäre die Strecke auch noch ein bisschen länger gewesen. Rückenwind mehr, wie gesagt, leichterer, besserer Fahrer, Quickshifter drin. Ich glaube, das herhalten die wenigsten über eine lange Strecke aus. Besonders auch die Konzentration, fährt ein Auto raus oder überholt ein LKW, dass man an die Eisen gehen muss. Ich glaube, das ist einfach dann zu gefährlich. Und Rennstrecke will ich nicht fahren, also demnach ist das jetzt auch kein Kriterium für mich. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video Spaß gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf Gefällt mir klickt, vielleicht sogar einen Kommentar da lässt. Noch riesiger freue ich mich natürlich über ein Abo. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Fahrt weiterhin sicher. Und Servus und macht's gut. Ciao.